Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezu. Ich bin Arezu und wir erkunden dort, wir erholen uns dort. Okay, dann machen wir das eben so. Warten wir kurz, bis die Erkundung fertig ist. Dort ist eine Rückentwicklung fertig geworden, das ist schön. Negazorn müssen wir nicht unbedingt neu herstellen. Hier läuft es gerade nicht weiter, warum läuft es nicht weiter? Wurde irgendwas fertig gemacht? Ja, das wurde fertig gemacht. Dann... Dort ist irgendwas. Ne, wir sollten den Beutezug hier machen. Wir brauchen Zeugs. So, die Helios ist fertig. Wir brauchen vor allen Dingen Technologie. Aber wir brauchen auch Leute. Und ich würde sagen, wir holen uns mal diesen Leut hier. Violeta Pog. Ja, okay, warum nicht? Stufe 3er direkt. Das ist doch nicht schlecht. Haben wir noch irgendwo jemanden? Hätten die Jünger vielleicht irgendwo einen Priester? Sieht nicht so aus. Heißt aber nicht, dass sie an sich keine Priester haben, ne? Vielleicht könnten wir, wenn wir ein bisschen Forschung stehen, Priester bekommen. Das ist Elite-Training. Das wäre genau das, was wir brauchen, ne? Die haben auch Elite-Training. Aber auch keine Priester. Okay, nee, dann schicken wir die Helios los, um was zu erkunden. Dort hinten haben wir noch was übrig. Die Tiamat reist dort an. Die Manticore erholt sich noch kurz. Das ist rückentwickelt, sehr schön. Und da plündern wir die Pandorana aus. Habe ich schon gesagt, dass diese Folge heute auch ein bisschen kürzer sein muss? Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Okay, haut so weit hin. Wir gehen die nochmal schnell alle durch. Gucken, ob jeder seine 20 Stärke mindestens hat. Sieht so aus. Moment. Hier haben wir sogar 21. Können wir das... Ja, wir können hier bereit für die Aktion nehmen. Hier können wir Vorsicht lernen. Anna Fuentes, ja, was machst du? Du bekommst erst einmal noch nichts. Du bekommst gerade nicht... Obwohl, Moment. Plus 2 Willenskraftpunkte. Ja, können wir dann machen, sobald wir das nächste Mal Punkte bekommen haben. Michelle Buda bekommt noch ein bisschen Geschwindigkeit dazu. Und Natalia Jesse bekommt nichts weiter. Ich denke, damit sind wir durch. Ja. Und los geht's. So, da sind wir. Wir haben einen Chiron. Nicht unbedingt das angenehmste. Ein Aplu, das sind Giftwürmer. Ja, wir haben ja momentan nur den einen, ne? Okay, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Die ganzen schweren Truppen dürfen raufschießen. Ah, das war relativ wenig. Gut, und jetzt die Scharfschützen noch bitte. Den Hinterleib treffen wir hier nicht vernünftig. Aber wir können direkt zweimal schießen, das sollte helfen. Moment mal kurz. Nee, das ist nicht unbedingt das, was wir machen sollten. Hier, du darfst ebenfalls zweimal schießen. Wenn wir nämlich mit der Überwachung schießen. Sparen wir uns Willenskraftpunkte. Das hat nicht so viel gebracht. Okay, das war nicht schlecht. Okay, damit der nicht... So,
Damit er jetzt nicht schießt, während wir... Also seine Giftwürmer abschießt, ohne vorher gelaufen zu sein. Machen wir das doch lieber so. Außerdem gab das direkt 5 Willenskraftpunkte wieder, also... Wird sich gelohnt haben, ne? Ja, wir haben 2 von den Nebeltürmen, das ist nervig. Wenn wir vernünftig treffen, können wir den ersten direkt in diesem Zug erledigen. Ne, das war bisher nur der Baum. Im nächsten Zug dann. Okay, und du läufst noch hier hin. Oh oh, Scharfschütze. Daneben. Wie gut kriegen wir den? Könnte hinhauen. Muss aber nicht. Aber könnte hinhauen, ist eventuell ganz in Ordnung hier schon dafür. Ich meine, wenn wir einen Scharfschützen damit ausschalten können. Theoretisch. Die Wellensittiche beschweren sich, dass ich noch so spät am Abend ganz viel rumrede. Ist zumindest meine Interpretation. Die weigern sich irgendwie, meine Sprache zu lernen. Okay, wunderbar, der ist erledigt. Und... Ja, aber das reicht schon, um nicht zu treffen. Okay, gucken wir mal, ob du das besser hinkriegst. Ja, einigermaßen. Okay, Enforcer, du enttäuscht mich nicht, oder? Okay, den sind wir zumindest los. Geh ein Stück nach vorne. Du gehst hier hin, um im nächsten Zug auf den Nebelturm schießen zu können. Du gehst hier hin, um im nächsten Zug auf den Nebelturm schießen zu können. Und du hoppst hier hin und sammelst ein, was auch immer in der Kiste ist. Oh, da oben wäre auch noch ein guter Punkt gewesen. Und du läufst hier nach vorne. Warum bist du schon verwundet? Achso, bist verwundet ins... Ne, Moment, verwundet in den Kampf gekommen? Achso, doch klar, das hier ist ja die Crew der Tiamat. Ja, du läufst erst einmal hier hin. Und, hoppala, du läufst hier hin. Im nächsten Zug kannst du hopsen. Der Wüstling läuft immer noch in eine falsche Richtung. Also für ihn falsch, für mich ist es eine okay Richtung. Sehr schön. Gut, der ist weg. Und ja, auf den kannst du auch schießen. Wunderbar. Sicher, dass du kein Scharfschütze bist. Wie sollen wir denn hier hochkommen? Na gut, wir laufen. Ich weiß, es ist eine unkonventionelle Methode. Okay, ein bisschen Tech, sehr schön. Und du bleibst dort. Du sprintest nach vorne, so gut du kannst.
Und du ebenfalls. Deckung brauchen wir hier hoffentlich gerade nicht. Und wenn ein weiterer Triton-Killer kommt, dann könnte das ungünstig werden. Aber das passiert schon nicht, oder? Da waren ein Haufen Dinge, die wieder nur was bringen, dadurch, dass ich sie kaputt machen kann. Und Fuentes, du hoppst bitte hierhin. Warum habe ich mich eigentlich hierhin nicht umgeguckt? Ich sollte mich bei diesen Missionen am Anfang gut umgucken. Aber irgendwie tue ich es nicht. Wow, okay. Hätten wir jetzt noch die entsprechende Waffe, dann würde mir die Munition einiges bringen. Die Munition hier nicht so sehr, aber ja, würde sie trotzdem theoretisch komplett mitnehmen, wenn ich könnte. Manchmal, du kannst noch nachladen. Und ja, das war's. Scheinen nicht mehr so viele Gegner unterwegs zu sein, ne? Gut, du läufst mal bitte bis hier. Kannst noch einsammeln, weil du Ready for Action hast. Cool. Okay, da hinten ist nichts mehr, dann gehst du einfach mal dorthin. Du läufst hier hin, kannst im nächsten Zug einsammeln. Ja, da könnten wir wahrscheinlich noch jemanden brauchen, ne? Oh, das könnte schon das letzte Paket sein, denke ich. Ich bin jetzt zu faul, um nachzugucken, tatsächlich. Ich gucke jetzt gerade nur noch nach dem Ausgang und da hinten sehe ich, dass es definitiv nicht das letzte Paket ist. Okay, du läufst noch hier hin. Die schwere Truppe lassen wir dann doch eher nach oben fliegen. Okay, und du bist auch nicht voll beladen. Schon mal für den nächsten Zug planen und so. Gibt kein gültiges Ziel zum Losfliegen. Von hier aus schon. Zumindest ein Stück von der Munition da hinten können wir. Oh oh. Okay. Gut aufgedeckt. Easy enough. Okay, du bleibst dort. Bula, du gehst mal hier hin. Ja, wenn sich hier was bewegen sollte. Holding position. Ahem. Ich will nicht unbedingt dort hinten hinlaufen. Was? Was tust du da? Das ist nicht, was ich wollte. Ich weiß, dass es wahrscheinlich ist, was ich befohlen habe, aber es ist nicht, was ich wollte. Zum Glück ist das kein guter Schütze. Und ein Mindfrager. Okay, nicht so ein Problem. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Wie gesagt, ich muss gerade ein bisschen kürzer haben, mal kürzere Folgen machen. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.